Hallo, ich möchte ein kurzes Video machen über griechische Buchstaben. Das heißt Symbole, die man vor allem in der Mathematik und den Naturwissenschaften verwendet. Und dann sollte man natürlich wissen, wie man diese schreibt und ausspricht. Ja, und mit Aussprechen meine ich jetzt die deutsche Aussprache. Also wir lernen jetzt nicht die original griechische Aussprache, sondern wie wir in Deutschland diese Buchstaben nennen und in den Wissenschaften darüber sprechen. Und das ist sehr ähnlich zu der internationalen Aussprache, also der englischen Aussprache. So, also meistens verwendet man nur die kleinen griechischen Buchstaben, weil es dort einfach viel mehr unterschiedliche zum lateinischen Alphabet gibt. Und das ist jetzt Alpha, Beta, Gamma. Also kleines Alpha, kleines Beta, kleines Gamma. Dann geht's weiter mit einem kleinen Delta. Dann das kleine Epsilon. Dann haben wir das kleine Zeta. Dann das Eta. Dann haben wir das Theta, oft auch alternativ so bezeichnet. Dann kann man es besser zu dem großen Theta unterscheiden. Dann das Jota, das ist ein I ohne Punkt. Dann haben wir das Kappa. Dann haben wir das Lambda, auch ganz oft verwendet. So, und auch das Mu und das Nü. Und dann kommt das Xi. Und dann, ganz bekannt, Pi. Und Rho und Sigma. Und dann haben wir noch Tau und Phi und Chi und dann Psi und Omega. Ich glaube, einen kleinen Buchstaben haben wir weggelassen. Das ist das O, das Omikron. Das, weil es genauso aussieht wie ein kleines O. Aber ansonsten können wir alle kleinen griechischen Buchstaben hier verwenden. Also ich hoffe, ich habe sonst keins vergessen. Und nun gibt es jetzt noch passende große Buchstaben. Also Alpha, Beta sieht aus wie ein großes A, großes B, deswegen verwendet man die nicht. Aber ein großes Gamma sieht man ganz oft. Und das große Delta sogar noch öfter. Und dann gibt es noch, hier haben wir das große Theta. Also das ist das gleiche Symbol, nur größer und dicker im gewissen Sinne. Und dann haben wir hier das Xi, auch ganz schön. Das große Xi. Sieht so aus. Und ja, hier wir vergessen das große Lambda. Auch oft verwendet. Und dann das große Pi. Sieht man vor allem in Produktformeln als Produktzeichen. Und alternativ hier das Sigma, das große Sigma für Summenzeichen. Und da habe ich das kleine Phi. Das kleine Phi hat auch noch eine alternative Schreibweise. Also das ist die und die Alternative wäre so. Und das große Phi sieht so ähnlich aus, nur noch mal größer gemacht und auch mit passenden Strichen. Ja, und das gleiche haben wir hier für das Psi, das große Psi. Und dann bleibt noch das letzte, das große Omega.